So, da sind wir wieder. Das war jetzt der. Ihr habt mich gerade beobachtet. Ja, das war der üble Zeigefinger. Erstmal neben beim Schokoriegel. Ich hab hier meine Wassermelone. Ich glaube, er ist hart. Oh. Jetzt hör schon auf. Du Sack. Oh, scheiße. Die wollen schlafen. Ja, und ich will einen Krug. Oh. Naja. Aber ich glaube, der Alte ist noch wach, ne? Ich glaube, der Ey, der Alte leuchtet im Dunkeln. Sprich. What is it, Shine? I'm tired. Yeah, Grams, I'm tired. Close your eyes. Give me your hand, darling. Okay. Resting in bed will also relieve you of your rills. Outside your crystal spear will heal you over time. If you wish to cure yourself at once, use a healing bulb. Now be on your way. Irgendwie essen wir immer, wenn wir irgendwas aufnehmen, oder? Vor allem ja. Ich. Schoki, Melone. Milch. Jelly Beans. Nimm zwei. Und ein saftiges Wiener Schnitzel. Spotlight. Hey Al, what's wrong with you? It's okay. I pray to you while I'm eating my watermelon. I beseech you to shield Shine from harm. And I pray, please don't take Shine far away. It rhymes. Stimmt. Pray away. Es kommt, glaube ich, gleich Musik, wenn du sie ansprichst. Ja. Else Theme, ne? Stille. Shine, what's the matter? Can't sleep? Nope. Okay, it's almost finished. I will be done tomorrow. Shine, please get some rest. Ende der Musik. Noch nicht. But when this cave is made. When it's made of steel. I get this feeling, Shine. You go far. Wieso spricht sie von ihm in dritten Person? Oh, whatever. Ja, weil sie ihn anspricht. Und sie sagt sie nicht, you. Da ist was dran. Ja. You won't do that, will you? Please go away. I don't know. I got this feeling after seeing the world outside. Something somewhere is waiting for me. I understand. Shine, you have a special glow about you that... Sie ist doch die Leute. Ja, ich wollte gerade sagen. About you that the rest of us lack. But remember, I will always be with you, Shine. Mir ist gerade Wassermelone in den Ausschnitt gefallen. Kamera. Sind jetzt drei Melonen auf einer Stelle. However this then, please don't ever forget. Ich muss den Teller wegstellen. Jetzt muss sie sich ausziehen und alles abtrocknen. So, ist schon erledigt. Ich bin nackt, ne? There's still time before dawn. Was habe ich doch gerade vorgelesen? You should get some rest. And melons. Come see me again in the morning. I will wait up for you.
Dun, dun, dun. Nein, nein, nein. Eiskalter Junge. So. Ihr hättet eigentlich rummachen können. Ja, ist noch nicht zu spät. Ins Bett. Bett ist weicher als Frau. Ja. Hast du noch deine Hand? Und die Apples. Die Apples, Die Milch kocht immer noch. Oh, ein neuer Krug. Ach, jetzt ist er nicht gesprungen, der olle Sack. Schläfst du immer so laut? Und er wurde geweckt von einem Rübser. Er ist so verwirrt. Yeah. Wow, it's weird. I get a strange feeling that time stopped. The elder told me something before. He said crystal blue are the tears of the outside world. I wonder what he meant. Probably the outside world is the emo world and cries. Emo-Welt, Emo-Welt. Oh, Mama. Okay, das habe ich fünfmal gelesen. Ich mach das nicht nochmal. Besser hätte ich es da auch nicht sagen können. Sorry, did you sleep well? No, you weren't there. Oh, here, take this. You came as promised. Excited, warm. Wow. Und das auch noch direkt in ihr Gesicht. And a wolf in a prayer to protect you from adversity. Shine. Sie sagt seinen Namen voll oft. I think it will help you. Please wear it when you are in trouble. Oh, er hat das Cape aus ihr herausgeholt. Aus ihrem Ausschnitt. Ja, mit einer Melone. Ja. Shine, ich sag deinen Namen zum gefühlten 360. Mal. Please be careful. I will pray for your safety. Ja, und es macht ja auch nichts aus, wenn ich neben ihr meine Truhe verschwinde. Tja. L Cape. A special cape woven by L. Eigentlich hieß das Ding Titanium-Weste, glaube ich. Echt? Das haben wir schon den ersten Fehler. Fehler. Unterschied. Man hätte es ja auch einfach Melinas Cape nennen können oder Melinas Weste. Oder Melinas BH. Falls sie überhaupt was hat. Der Umhang, der aus Melinas BH umgenäht wird. So, der letzte Turm steht an, ne? Aus ihren F-Kärbchen. Ach ja, und danach müssen wir noch die zwei Tempel hier finden. Ich glaube, einer ist schon hier, ne? Tatsache. Oh. Und das habe ich mich gar nicht mehr erinnert jetzt, dass es da noch was gab. Ja, eine Insel, die es auch in Illusion of Gaia gab, kann man hier wieder beleben, unter anderem. Mu. Au. Toasted. Toast. Oh. Come on. Ja, es ist noch nicht Zeit für mich zu kommen. Return only when you have resurrected the five continents. Verstehe. Return to sender. Address unknown. No such number. No such phone. We had a quarrel. A lover's bet.
Keine Ahnung. I can't do anything. Haha. Boah. Na, Gott sei Dank haben wir diesen Mantel. Aber echt. Stell dir vor, sie würde... Sie hätte nicht gebetet. Dann wäre unser Schicksal vielleicht schon besiegelt gewesen. Mhm. Und somit das Schicksal der gesamten Welt. Ach, shit. This is your final challenge, go on. Sind wir schon am Ende des Spiels? Verdammt! Oh. Ach, shit. Okay, das war doch dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Gibst du, das ist doch nur gemacht, um noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Ja, sowas von nur. Hier gibt's ja keine Pogo-Puschel, die man schützen muss. Mhm. Hey, in 20 Leveln können wir schon die Hexe besiegen. Welche Hexe? Mit die Hexe, mit der ich gerade spreche? Ja. Nein. Ja. In 20 Leveln haben wir aber Level 26. Ja. Das ist hier nicht die Gaia Stone Musikspiel. Oh Gott. Scorpion wins flawless victory. Oh nein! Vielleicht hätte ich ein paar Ringe kaufen sollen oder so. Was muss ich denn hier machen gegen ihn überhaupt? Scheiße, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte eine bessere Waffe haben müssen. Hm. Oh yeah! Yeah! Level up immer zur besten Zeit. Ja. Mitten im Kampf. So, ich glaube, jetzt kann ich mir einfach hier entsch... Ach ne, ich muss eine andere... Ey, jetzt ist er nur noch am Ballern. Ey, was ein feiges Mistschwein. Bleib ich einfach hier stehen und hau ihn kaputt. Easy. Er fällt runter. Jetzt ist er kein Scorpion mehr, jetzt ist er Spider-Man. Mit Schwanz. Also quasi ein männlicher Tobi Maguire. Apropos, ja, und der Film läuft gerade nebenbei. Im ersten Film fand ich ja noch okay, aber... Ja, im ersten Film war Bonesaw. Ja. Du hast diesen Scorpion irgendwie eine Gesichtsoperation verpasst. Aber 5 Grad ist so. Aua. Oh. Oh. Aua. Jetzt spiel doch mal richtig. Wieso? Ich mach ihn grad alle mit meiner scheiß Taktik. Ja, klar. Ey, warum mach ich nur so scheiß wenig Schaden? Ich glaube, ich hätte eine stärkere Waffe kaufen sollen. Ja, sollten wir dann unbedingt nachholen, bevor wir zur Oberwelt gehen. In der Oberwelt gibt's doch Seelen, die Sachen verkaufen. Oh yeah! Yeah. Fast. Defeated Shadowkeeper. Shine. You have done well to overcome your challenges. Your real journey begins.